Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, heute vermutlich noch einmal schnell ein paar zwischendurch aufgenommen, quasi. Anstrengender Tag, heute generell letzten Tag anstrengend, mir geht's nicht so schön. Ich geh jetzt gleich ins Bett. Aber ich habe gerade Vorbereitung für so Silver LP getroffen und Mann, ich weiß warum, also ich nehme eine sehr ungewöhnliche Kombination an Pokémon ins Team. Ja, also das geht sogar eigentlich. Aber meine Güte, jetzt weiß ich auch, warum ich die immer nicht mit reingenommen habe ins Team. Also. Ein Case vorne, jawohl. In der Höhle müssen wir gleich wechseln zu Fisto. Ab und zu versuche ich mein Glück. Ach, ihr könnt es selber lesen. Und ich habe gerade auch so die falsche Taste gedrückt, weil ich dachte, ich muss mich eventuell muten, weil ich niesen muss. Und ja, habe nochmal auf Aufnahme starten gedrückt. Das ist eventuell nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ja gut, Level 22. Ugh. Schon, ja. Auf welchem Level erlernt er bitte eine vernünftige Attacke? Okay, what the fuck? Wieso wird der Browser? Hallo? Wieso? Wenn ich dich gerade auf diesem Bildschirm sehe, wieso bist du dann auf dem anderen aufgetaucht? Ah, ihm die Kopfnuss ins Gesicht. So. Gott, ich muss eben nochmal. Jetzt geht Pikachu. Ach. Gibt es den Schwert und Schild, da muss ja einen anderen Antrag ankommen. Blutem Hall. Oh Gott. Are you kidding me? Dann hat nicht ein fünftiger Attacke. Anton, ja. Das ist ein Gang. Ah, guckt mal da, das sind der Tank, die ich mir gerne beilegen würde. So, wo zum Obst gibt's dich? Moment, dich gibt's dort. Ich würde vielleicht nicht sein. Greifen. Gibt dich. Das könnten wir sogar relativ bald bekommen. Eine fünftige Attacke für ihn. Yay. Muss ich wieder kreativ werden hier. Meine Herren. Es wird echt lustig, für Glutex eine fünftige Attacke zu bekommen. Der, bei dem wir noch am längsten warten müssen, bis es einen 50er Tag gibt. Ist das anstrengend. Also, der lernt auch keine 50er Attacke. Erst nach der nächsten Entwicklung. Und dann auch erst spät. So ein Quark. Ja, das war in der ersten Generation so, das stimmt.
Aber da waren alle Pokémon so mies beim Lernen von Attacken. Und das ist ja hier leider nicht der Fall. Menno, dabei habe ich doch extra trainiert. Bisher gab es auch Möglichkeiten, die Viecher zu trainieren, die es ja jetzt nicht mehr gibt, weil man kann ja gegen wilde Pokémon nicht mehr kämpfen und muss dementsprechend die ganzen Trainer fertig machen. Die bringen halt leider nur so nicht so viel Erfahrung, wie ich gern hätte. Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du solltest ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist. Dann ich mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Ja, komm, ich hau dir aufs Maul. Dann zeig ich der jüngeren Generation mal, wie man sich richtig ins Zeug legt. Ja, nein. Also, ich glaube, ich spiele Pokémon schon länger als du. Ich habe schon alle Gems gespielt, also... Quapuzzi ist Wassermono, ne? Der Affenkampf als zweiter Typ hat erst Quapo, glaube ich. Okay, der hat ein sehr hohes Level. Mach mal weg dann die Katsche. Gut gemacht, Kumpel. Meine Herren, ey. Komm, Basaf ist einfach perfekt Opfer für Benkei. Ja, auch wenn ich den vorher heilen muss. Ziemlich sicher. Da, normaler Trank. Durchbruch, nicht sehr effektiv. Klatscht ihn fast aus den Socken. Alles klar. Verteidigung, du hattest irgendwie knapp bei 30, ne? 30, genau. Okay. Mein Gott, ich glaube, ich muss Pikachu einsetzen, hat die höchsten Verteidigungswerte, oder? Ja, Pikachu hat den höchsten Verteidigungswert. Verteidigung ist Pikachus schlechtester Wert. Und trotzdem den höchsten von allen, ey. Ist das traurig. Und ihr seht, der macht da sehr viel Schaden. Rizzitwo macht mehr Schaden als Schaufler, ne? Ich glaub mal, ich mach das genug. Ich muss es riskieren. Das ist jetzt einfach. Ah! Alter, dieses Rasaf ist so brutal. Ich glaube, das ist eins der stärksten Pokémon, denen wir hier begegnen werden. Also wenn du hier nicht irgendwie ein Flug-Pokémon hast, auf einem hohen Level, mit einer starken Step-Attacke, also in dem Fall, wäre vermutlich Taubsi das Beste. Am besten Tauboga mit. Ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als du von mir. Hier, deine Belohnung. Durchbruch! Okay, nice. Das ist auch eine sehr gute Attacke. Das ist eine sehr gute Attacke. Die können wir gleich irgendwem reinbringen. Ich hasse es, wenn die TMs nicht nach Nummer sortiert sind. Bei wem macht das Sinn? Bei Drago eigentlich? Bist du schön offensiv? Kopfnuss bleibt drin wegen dem Zurückschrecken erstmal.
Zelle, Donnerblitz kann er dann, ja. Kann er leider nicht, naja. Nicht so schlimm. Wir gehen gleich nochmal ins Pokémon Center, ey. Und das ein Item. Oder 5. Naja. Auch gut. Da. Ja. Mach. Heil die Viecher. Los. Komm. Wir müssen durch den depperten Tunnel latschen. Das wird total toll. Da. Muss mal kurz was nachgucken. Hä? Warte, wo ist der depperte Trainerpass? Okay, du bist so gedacht. Danke. Der Trainerpass jetzt, ist es? Stehen die ganzen Infos jetzt in Speichern? Ja. Lol, Speichern und Trainerpass ist jetzt das gleiche. Wow. Alter. Und ihr seht, hier drin ist Stockfenster. Ja, ich weiß. Das ist auch nur so lange der Fall, bis man noch hier drin war. Und auch so ist es. Das geht viel schlimmer in Feuer. Also ihr werdet es in Soul Silver sehen. Das geht viel schlimmer, dieses Dunkelsein. Zeit für einen Pokémon-Kampf. Bereit, los! Das ist ein Pokémaniac, wenn ich mich nicht irre. Ja, Pokémaniac Torben. Ich kann auch mal einen Torben. Und der hat einen Fleckmann raus. Da kann Denkel doch direkt wieder zeigen, dass er hier auch was aus sich denken kann. Oh Gott, ey, wir müssen sobald wir die nächste Stadt erreicht haben, müssen wir erstmal ganz viele Attacken abholen, damit wir so ein paar unserer Pokémon auch benutzen können. Ey. Da können wir, glaube ich, 3 sehr gute Attacken erstmal abholen. Wo ich mich schon sehr drauf freue. Was soll der ruhig heulen? Aber jetzt hat er keinen wirklich nützlichen Angriff mehr gegen uns. Nicht, dass der kleine nützliche Angriff ist. Auf Level 23 bei einem speziellen Pokémon wie Fleckmon. Hallo? Controller? Na. Vor ein paar Tagen warst du doch noch voll. Danke. Ich weiß, die Kämpfe mit Bänke sind super spannend, aber die müssen sein. Die muss ja trainiert werden. Nicht sehr effektiv. Konfusion, aha. Okay. Hallo, der reagiert ja schon wieder nicht mehr, sag mal. Was ist denn los? Vor 3 Tagen hatte das Ding noch vollen Akku. Ich habe seitdem 2 Folgen aufgenommen. Der ist nicht verbunden, der will auch nicht mehr. Lol. Ich habe hier ein Ladekabel direkt daneben, aber... What the fuck?
Der ist leer gewesen? Lel. Woher denn? Woher war der leer? Woher war der leer? Also ich meine, hä? Generell, aber der Controller scheint im Laden auch irgendwie rumzuspielen. Ich habe extra eine Ladestation dafür. Ja. Die war ein Geschenk an der Stelle nochmal. Danke dafür, auch wenn die Person, die mir das Geschenk hat, jetzt so 100% nicht zuguckt. Und da wird er auch nicht laden. Was sei denn, wartet mal. Wir probieren mal kurz, ob er jetzt wo er Akku verloren hat. Ich muss ihn echt drauf gedrückt halten. Ja, der Kontakt bricht ab, sobald ich den nicht mehr aufdrücke auf die Station. Der sitzt zu weit oben aus irgendwelchen komischen, bananigen Gründen. Bleib so in Position, bitte. Controller. Sag mal, was ist denn das? Also. Das ist natürlich. Oh, gütiger Mandy. Das ist natürlich echt kontraproduktiv. Hallo, mach Hallo. Ja, dich fangen wir gar mal nicht. Ich fange die Viecher alle irgendwann mal später. Übrigens, wenn ihr sowas seht, ein Pokémon, wo ihr nicht dran vorbei könnt, reingehen, aufgeben zu fangen, weitergehen. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Es ist halt immer doof, mit so einem Ladekabel zu spielen, weil das halt direkt. Es ist halt doof positioniert, das Ladekabel. Man hätte es an die Seite tun können, wo eh nichts ist bei der Hand. Nein, stattdessen muss man es dahin packen, wo die Verbindungsschlaufe ist. Das ist ein bisschen bescheiden. Und bei Kangama kann Drago direkt mal seinen neuen Durchbruch rausprobieren. Das ist nämlich ein Pokémon vom Typ Normal. Wow, okay. Das hält viel aus. Das hält ein bisschen sehr viel aus, das Viech. Ich meine, ihr seht durchaus sehr effektiv. Eine sehr starke Attacke. Jetzt werden wir jetzt ein bisschen alter Schwede. Ich bin total erschöpft. Okay, vielleicht müssen wir doch Pokémon fangen. Ach, das wird nervig. Das mache ich, glaube ich, offscreen, sobald der Controller wieder ein bisschen voller ist. Weil mit Kabel Pokémon fangen ist echt. Nee. Da wirft man einfach nicht richtig. Nervt mich, Golbat. Angriff plus. Ah, kommst du gegen meine Stärke an? Gut, Toku. Ohne X. Haut der raus. Und Durchbruch sollten wir bei Drago auch drin lassen. Denn Durchbruch ist eine sehr wichtige Fähigkeit, sehr wichtige Attacke. Damit kann er nämlich dem Typen, der ihm am gefährlichsten werden kann, nämlich Gestein, was auswischen. Und warum das der für ihn gefährlichste Typ ist,
Das erfahrt ihr bei der Entwicklung. Auch wenn die meisten Leute eh schon wissen, wie die Entwicklung von Lutex ist. Und es dauert auch mal eine Minute, das zu geben, wirklich einen Router. Ihr müsst literally nur Lutex so eingeben bei Google und das erste Ergebnis klicken. Dann wisst ihr, wie die Weiterentwicklung ist. Falls ihr das aus irgendwelchen Gründen nicht wisst. Ich sehr froh bin, ist, dass bei Unix die Hitbox wenigstens einigermaßen Richtung Gesicht sitzt. So dass, wenn der seine Attacken einsetzt, er tatsächlich auch irgendwie Richtung Gesicht getroffen wird und nicht einfach gegen den Körper, was in manchen Pokémon-Spielen der Fall war. Hoppla! Das war ein starkes Stück. Ja. Ich glaube, ihr seht schon, was er ist für Pokémon sind. Ich werde die Offscreen alle fangen gehen. Weil ich glaube, ich bekämpfe unten. Tun wir kämpfen vielleicht später. Vielleicht lassen wir die hier auch aus. Zwei Onyxe spawnen. Vielleicht gehen wir dann an anderer Stelle trainieren. Du kannst ja auch, wie gesagt, auch trainieren, indem du wilde Pokémon fängst. Und da wir alle unsere Pokémon trainieren müssen und wir noch ganz viel Wegstrecke einfach vor uns haben, glaube ich, fange ich einfach wilde Pokémon. Ja, könnte sein, dass ich mich hier verlaufen habe. Während wir die ganzen Attacken abholen, müssen wir ganz viel Wegstrecke zurückgehen. Da können wir ganz viele wilde Pokémon fangen, wenn es die sind. Fahrtheit wird auch kürzer. Ich hoffe, dass wir es schaffen, durchzukommen. Aber wenn nicht, dann ist halt. Bringt den EP hauptsächlich. Also. Wir setzen mehr ein und Banker kommt wieder zurück und Fist ist wieder dran. Für sein Siedewasser. Bam, 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 bam. Und der Schaufler, natürlich Schaufler der. Ich setze Panzerschutz ein, da kann ich nichts falsch machen. Okay. Hat mich getroffen, alles klar. Dann Panzerschütze ich einmal. Panzerschütze gleich noch ein zweites Mal. Er vergräbt sich. Wenn er mich jetzt trifft, überlebe ich das vermutlich, aber ich will kein Risiko eingehen. Also verwende ich jetzt den letzten Dank. Um 1 KP gerade so nicht geklatscht. Okay. Wieso macht der so viel Schaden? Ich meine, okay, ich weiß, warum der so viel Schaden macht, aber. Why the hell? Hat der so. Ist der so mächtig? Wir sind auf Level 23. Ich meine, what the fuck? Viermal. Ich muss nochmal Panzerschutz einsetzen. Weil wir den nicht mit einem Angriff ausschalten können. Jetzt muss ich den nochmal heilen. Eieiei. Ja. Dass man sowas noch erleben darf. Natürlich schaufelt der. Was auch sonst.
muss das sagen, haben die Kratzfurie hier in diesem Spiel gepusht. Weil Kratzfurie hat so viel Schaden gemacht. Ich sag gleich, den klatschen wir nicht mit einem Angriff. Auch wenn das echt lächerlich ist. Also, sorry, aber der sollte viel weniger Schaden machen und viel mehr aushalten. Ich hab den fast weggeklatscht. Der ist defensiv ausgerüstet. Also der hat hohe defensive Werte und sehr niedrige offensive Werte. Der hier war aber irgendwie ein bisschen komisch. Psystrahl, oh mein Gott, endlich nicht mehr nur Konfusion. Tschüss. Ich meine, Psystrahl ist jetzt auch nicht unbedingt so viel besser, aber... es ist besser. Hätte ich mich mal lieber zum Ausgang leiten lassen, statt mich zu einem Kampf verleiten zu lassen. Denn Sandama war voll merkwürdig. Ein Fluchtseil. Okay, wie gesagt, ich versuche den Trainer so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Können wir das nachher machen? Weil ich den Part eigentlich beenden will. Und ich lese ihn jetzt nicht vor. Mach Holo! Wir haben gerade Psystrahl erlernt. Nice! Gut. Und der hat auch direkt Durchbruch. Alter, warum hat das. Warum haben die immer so gute Attacken? Ich meine, gute Attacken und gute Pokémon ist einfach auf Level 23 ein bisschen. Ich meine, ja, eigentlich kannst du das Spiel bis auf 3-4 Pokémon, die die Gegner haben, kannst du das Spiel mit Pikachu durchspielen, ja? Also... Rihorn. Bleibt drin für die XP. Und die Hand kommt raus. Fisto kommt rein. Wasser. Habt ihr gesehen, wo seine Hitbox ist? Die ist im Boden. Weil ein Angriff geht immer auf die Mitte der Hitbox. Und genau, da will ich an dieser Stelle sagen. Das ist das für ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.